Hallo ihr Chaos und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute kommt endlich die Roomtour, die ihr euch alle schon lang ersehnt habt. Und wir fangen an mit dem Zimmer von Maris, von meinem kleinen Bruder. Und da schauen wir einfach mal rein. Also, hier baue ich immer. Hier sind meine Schildkröten. Da sind meine Bilder, die ich immer nachmale von Spielen. Hier ist meine Garderobe. Hier ist mein Bett. Ich habe da auch noch so Matten. Und warte, ich habe ja auch noch viel Playmobil. Hier ist meine Playmobil-Kiste. Und da ist mein kleiner Schrank. Da ist mein Fernsehen. Ja. Hier lade ich immer meinen Stift oder mein iPad. Hier sind meine Stifte. Und hier sind meine Straßenteile. Ich male immer an den Tisch oder baue was. Oder so und basteln kann ich da auch und so. Ich zeige euch nochmal meine anderen Spitzekisten. Hier sind meine Schleichtiere. Hier sind meine Matchfiguren. Hier sind meine, weiß ich gar nicht mehr. Und hier sind meine Puppen. Hier ist das. Hier ist, glaube ich, Lego. Die Autos. Hier ist Lego drin. Und hier ist Lego drin. Jetzt kommt die Etage von den Mädels. So, hier ist Maras Zimmer. Jetzt sind wir wieder in meinem Zimmer. Und jetzt werde ich euch einfach mal mein Zimmer vorstellen. Wenn man reinkommt, sieht man direkt erstmal mein Bett. Und mein Regal, wo ich ganz viele Bilder drauf habe. Dann habe ich mein Fernsehen und meinen Nagelkoffer, wo ich einfach meine ganzen Sachen drin habe. Dann kommt mein dimensionaler Schrank. Auf der Seite habe ich einfach meine ganzen Klamotten drin. Das alles. Unten sind Jacken drin. Und auf der anderen Seite habe ich so Kosmetik und Haarsachen und Badeanzüge und alles. Ganz oben habe ich Aufbewahrungssachen, einfach zum Reisen. Da habe ich dann einfach so Haarsachen drin. Dann kommt mein eigentliches Make-up, was ich jetzt nicht so oft benutze. Dann kommen Nagellacke und Masken. Und dann kommt das, was ich öfters mal benutze. Und unten sind einfach noch Badeanzüge und alles drin. Wenn man weiter nach hier geht, sieht man halt dann wieder erstmal die Tür halt. Und hier habe ich auch meine Garderobe dran mit Jacken, Rucksäcken und meinem Kuschelmantel. Dann hat man hier in der perfekten Ecke meinen Schreibtisch. Und hier habe ich einfach meine wichtigen Sachen stehen. Da die zwei Sachen muss ich noch aufhängen in meinem Zimmer. Dann habe ich hier einfach noch ein Laptop stehen, einen Spiegel, eine Lampe und ja. Dann habe ich hier unten mein Regal stehen. Da habe ich einfach sämtliche Sachen, Schulsachen drin. Auch einfach so Sachen, wo ich nicht richtig weiß, ob ich das jetzt hier irgendwo hinstellen möchte oder nicht. Dann habe ich hier meine Schlittschuhe stehen und einfach einen Ordner. Hier ist mein Nachttisch, da stehen ein bisschen Süßigkeiten und ja, das sind meine Sachen und noch ein Teppich habe ich und ein schönes Dachfenster und ja, das war mein Zimmer und jetzt kommen wir weiter zu Marlens Zimmer. Marlene macht jetzt gerade Stories, aber ich dachte, ich zeige es euch trotzdem einmal kurz. So grob hat sie, wenn man reinkommt, sieht man auch direkt ihr Bett, hier hat sie ihr hochheiliges Schuhregal stehen. Da ist ihr Kleiderschrank, da hinten sind noch so kleine Schubladen, die ich auch habe, halt so länglich. Dann sind da ihre zwei Nachtschränke, Marlene, die gerade Chips isst. Ich mache hier gerade Werbung, das ist mein Job. Dann hat sie da unten noch ein Regal stehen und dann... Das ist eine anstrengende Arbeit, ich schwitze. Dann ihren Gaming-PC, der auch richtig aufgeräumt ist. Guck mal. Die nehme ich mit auf Arbeit. Trinke ich meinen Kakao mal so.
finde den hier am besten. Die Schlange. Okay, dann haben wir hier ihr Gaming-PC und ihren Schreibtisch. Und dann kommt noch ihr dimensionaler Fernseher. Ich finde den noch ein bisschen zu klein. Ich wollte eigentlich jetzt bald auch mal einen neuen holen. Einen größeren. Und jetzt gehen wir weiter zum Badezimmer. Achso, erstmal im Flur. Hier haben wir noch einen Schuhschrank stehen, einen Kratzbaum für die Katzen und einen großen Spiegel. Da kommt gleich meine Katze zum Beispiel raus. Und da haben wir einfach, wir haben hier einfach zur rechten Seite eine Dusche und eine Aufbewahrung für unsere Sachen. Dann haben wir unsere Handtücher hängen, wir haben eine Toilette. Wir haben hier nochmal unten Verstaumöglichkeiten, halt das Waschbecken. Und hier haben wir einfach noch so Pflegesachen hingestellt und unseren Wäschekorb. Man kann hier auch noch so ein extra Lichter machen. Hier ist es leider gerade abgefallen, aber ja. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ihr könnt auch kostenlos abonnieren. Ihr könnt auch gerne einen Daumen nach oben da lassen und ihr könnt auch die Glocke aktivieren, falls ihr keine Videos mehr von uns verpassen wollt. Tschüss! Tschüss!